Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Virginia. Ja, wieder einmal ein neues kleines Let's Play. Und wir starten direkt mit der Geschichte, denn ich weiß nicht, worum es geht. Ich rutsch die ganze Zeit weg. Im Sommer 1992 führte das FBI Ermittlungen in einer Kleinstadt in Virginia durch. Die folgende Geschichte entstand auf Grundlage des amtlichen Berichts zu den Ereignissen. Ja, so, da bin ich wieder. Ich mach schnell, weil ich nicht weiß, was passiert. Lautstärke, übrigens gibt es nur einen Regler. Stimme, Effekte, Musik, ist alles in einem. Ich kann nichts dran ändern. Nur so zur Info. Farbenspiel war gerade ziemlich rasant. Ich war ein bisschen verwirrt von dem Rot und dem Weiß und... Aber naja, gut. Legen wir los. Ich weiß nicht, was von uns verlangt wird. Wir können uns umsehen. Wir stehen in einem Badezimmer. Wir können unser Portemonnaie nehmen. Das sollen wir auch nehmen. Das ist ziemlich laut, oder? Ich bild's mir, kann's mir auch nur einbilden. Reingreifen, Lippenstift drauf. Mhm. Okay. Das ist aber nicht die Farbe, die da drin ist. Boah. Hände waschen vielleicht? Nein. Seife? Nö. Ach, wir können gehen. Okay.
Ne, da brauchen wir ja nichts. Es dreht sich ziemlich langsam. Vielleicht ist das ja auch so beabsichtigt. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber die Musik macht mir so ein bisschen Druck. Ach so. Es ist so rot. Okay, ist das unsere Wohnung? Wir können nichts an dem PC machen. Wir müssen wohl in den anderen Raum gehen. Wir können uns im Schrank verstecken. Ich habe übrigens mal geguckt, ich kann diesen Untertitel nicht ausstellen, wo dann steht, Alarm klingelt oder Taste wird gedrückt oder sowas. Das kann ich irgendwie nicht ausstellen. Ich glaube, das sind allgemeine Untertitel. So, wir haben unseren Abschluss gekriegt beim FBI. Und ja, hatten einen seltsamen Traum von uns, wie wir alt sind. Das ging schnell. Und noch den Lippenstift drauf, den dürfen wir nicht vergessen. Okay. Bye.
Warum soll man kein Lippenstift tragen dürfen? Ich finde das lustig, dass man sich da reinstellen kann. Mädel, weißt du, was das für Strom kostet, wenn der die ganze Zeit an ist? Wir essen auch nichts, sondern wir gehen direkt los. Montag, erster Tag. Spricht hier keiner, dann kann ich den dann kann ich ja den Untertitel komplett wegmachen. Ne, keine Sau mit mir spricht. So, meine Lieben, ich habe jetzt mal die Untertitel komplett ausgestellt. Vielleicht haben wir jetzt auch dieses Dingens, diese Untertitel weg hier mit Taste drücken, Alarm klingelt und so weiter und so fort. Weil ich glaube, hier wird gar nicht gesprochen. Wo müssen wir denn hin? Ist das unser Büro? Schönen guten Tag. Ich bin hier, weil... weiß ich nicht. Hey, wir werden vollkommen ignoriert. Interne Ermittlungen. Okay. Special Agent N. Ach, nein, nein. Okay, tut mir leid, dass wir das gerade nicht lesen konnten. Aber ihr könnt ja stoppen und es dann lesen. Ich habe es nämlich nicht weggedrückt. Es ist ganz von alleine immer ein- und ausgeblendet. Macht mich ein bisschen kirre hier mit dem Hin- und Her-Wechseln. Und die Musik ist schon wieder so irre laut. Wer denkt auch gerade an Outlast 2? Wo will sie denn hin, ey? Warum gehen wir durch den Heizungskeller? Gefällt mir nicht. Ich dachte nicht, das ist unser Büro. Wieso sind wir im Heizungskeller?
Bitch. Wer bist du? Ist das unsere Mutter? Das ist scheiße laut, ey. Hat sie ihren Ausweis da so liegen? Dass jeder das sieht, oder was? Boah, das geht aber auch ein bisschen freundlicher, Madame. Ich bezahl schon, keine Sorge. Was? Wer ist das? Was ist das für eine Perle? Hab ich überhaupt eine Tasche da? Vermisst Lukas D. Fairfax. Ist das vielleicht unsere Vorgesetzte? FBI. FBI. Okay, der Junge wird vermisst, der junge Mann hier. Wir gehen hier in der Zeit ein bisschen rumwühlen. Schönen guten Tag, Herr Officer. Officer. Das sieht nur so aus. Ich laufe immer so komisch rum. Das ist die Haustür. Okay, ich gehe aber mal hier lang. Wenn ich darf. Irgendwo rumfühlen hier oder so. Bibel. Oh, was? Zwei getrennte Schlafzimmer? Eieieiei. Leute, wenn es so weit, ist, ne? Mülleimer. Der Freund jedes Detektiven. Kurs Informatik. Mhm. Könnte interessant sein. Küche irgendwas, Messer. Keine Bilder. Lukas Zimmer. Sehr spartanisch eingerichtet. Ich mag ja diese Wandschränke nicht, ne? Da fehlen ein paar Sachen. Da leuchtet's komisch raus. Der Junge hat eine Dunkelkammer. Vielleicht doch, der hat eine Dunkelkammer. Ein kleines Notizbuch.
Haben wir gefunden, haben wir einfach mitgenommen. Boah, wenn die mich noch einmal... Alter, ein Püffel, wie geil. Der guckt auf die Straße und nimmt mich an, Mädel. Ich dachte gerade, wenn die mich noch einmal so schief anguckt, ne? Ja, nies wart los, da. Irgendwie gefällt mir das Spiel so, weiß ich nicht, so lala. Ich weiß nicht, hier wird nicht geredet. Ich muss die ganze Zeit schätzen, worum es geht. Bringst du mir Cola mit? Danke. Gott, unfreundliches Stück, ey. Was sucht sie? Was suchen wir denn? Ah. Eine Rechnung? Alles durchwählen, was wichtig ist. Da hinten komme ich nicht hin. Bitte, jetzt bin ich verwirrt. Was war das? Was sollte das denn, ey? Was war das? Guck mich nicht schon wieder an. Na toll. Du kannst doch nicht mal Auto fahren, Fräulein. Nehme ich es halt auf den Schoß. So. Dienstag. Besuchen Sie das Wissenschaftszentrum des Kennern-Observatoriums. Was ist denn jetzt los? Wer sind wir denn jetzt? Hä? Was? Ach, wir träumen. Klar, Bedienung sitzt... Ja, okay, wir träumen. Was machst du denn hier? Boah, die Scheiße ist echt abgefahren. Scheiße. Was geht da ab, ey? Sir?
Helperin. Ist das ihre Kette? Aha. Oh. Oh je. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Es tut mir leid. Okay, wir gehen zusammen. Ach, zu der Höhle, die ich entdeckt habe, die ich entdeckt habe. Ich möchte das nur mal anmerken, die ich entdeckt habe. Warum geht sie alleine? Achso, ich kann hinterher. Ach so, schön grün. Also mit Farbintensivität sparen sie hier nicht, ne? Ich kam gerade nicht auf das Wort. Das heißt, sie geht da einfach rein, ohne Taschenlampe, ohne nichts. Hallo? Du bist da voll in die Höhle reingegangen, Mädel. Da könnte Batman drin sein. Radio. Plattenspieler. Cappy. Trinken. Was macht sie denn da? Was sind da Vögel drinne? Tatsache. Oh. Ein Red Sparrow. Ja, komm her, mein Freund. Ach, ist der süß. Warum willst du den jetzt haben? Ich hatte den gerade. Okay, meine Lieben. Ich sag jetzt aber erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.